Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Letzte Folge haben wir einen Troll erledigt, wir haben eine neue Bienenkönigin bekommen, aber leider ist unser Karren dafür einmal hops gegangen. Das war leider ein Verlust, aber da müssen wir uns halt einen neuen bauen. So teuer war es nicht, also auf jeden Fall die Bronzenägel, aber ich glaube, das hat nur ein Bronze gekostet, wenn ich mich nicht täusche. Die wollen jetzt hier natürlich kämpfen, ich eigentlich nicht. Ey! Problem ist, wir können es nicht mal aufsammeln, weil wir komplett beladen sind. Erstmal was gegen den kleinen Hunger tun. Ja, schade um den Karren, aber da bauen wir uns halt einen neuen. Dafür haben wir jetzt nochmal 5 Trollleder bekommen. Noch ein Fragment, da haben wir ja auch noch genug, aber ich glaube, das brauchten wir nur für ein einziges Rüstungsteil aus Trollleder. Also somit können wir uns jetzt definitiv das zweite bauen. Und besser war es ja, es hatte... Wo haben wir es denn? Da eine Rüstung von 6. Und die Lederhosen hatten eine Rüstung von 2. Das ist natürlich schon mal ein Unterschied. Dann sind wir jetzt hier gleich zu Hause angekommen. Machen wir erstmal unsere Inventarplätze leer. Und ich glaube, dann machen wir uns tatsächlich mal in die Schweinezucht. Hab gerade genug vom dunklen Wald. Die ganze Zeit gegen Gräulinge kämpfen. Nicht mal in Ruhe pupsen können. Und man wird schon wieder angegriffen. Das ist irgendwie, weiß auch nicht, etwas anstrengend auf Dauer. Außerdem läuft da immer so komische Musik. Die hier ist viel schöner. Wir können natürlich erstmal unsere Erze hier reinpacken. Ja, Kohle. Haben ja ein bisschen was gefunden, dann kann das hier in aller Ruhe erstmal machen. Holz haben wir auch genug gefunden. Und in der Zeit gucken wir mal hier, was wir denn Schönes machen können. Wir haben den Helm. Wir bräuchten jetzt also rein theoretisch noch entweder die Tunika oder die Hosen. Sind beide gleich. Macht uns halt beim Schleichen etwas schneller. Rüstung 6. Jetzt lasst uns mal ganz kurz schauen, was die Kupferrüstung macht. Das wäre wirklich mal sehr interessant zu wissen. Und ich hatte eine kleine Fliege auf dem Mikrofon. Schweinerei! So, Bronzehelm, Rüstung 8. Aber so groß ist es gar nicht entfernt voneinander. Und ein Bronze für die Nägel, dann können wir uns wirklich einen neuen Karren bauen. Ah, dann ist die Trolllederrüstung doch tatsächlich schon High-End, sozusagen. Zumindest beim jetzigen Fortschritt. Dann machen wir uns die Tunika draus. Und danach gibt es erstmal eine Punika. So, wie sieht's da aus? Huch, nein, du wirst nicht gleich zum Troll. Wobei du die Klamotten anhast. Ja, ist okay. Hosen dann später noch dazu. Und dann sieht es doch eigentlich schon ganz cool aus. Dann lasst uns noch schnell die Truhen leer machen und dann schauen wir mal, wo wir am hübschesten eine kleine Farm bauen. Und den zweiten Bienenstock müssen wir unbedingt noch basteln. Brauchten wir denn dafür alles? Nämlich Holz. Dann lasst uns den noch kurz da hinten mit ranballern. Wir müssen auch gucken, dass unsere Bienen glücklich sind. Ach, nee doch. Ich dachte schon, wir haben das andere falsch rum dran gebaut. Zack. Nummer 2. Dann gucken wir mal. Hey, 2 Honig. Vielen Dank. Die Bienen sind glücklich. Die Bienen sind glücklich. Das freut mich doch. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen muss, wenn die unglücklich sind. Oh, dann haben wir hier Honig drin. Da packen wir den Rest noch mit rein. Das Essen können wir erstmal lassen. Haben wir irgendwo schon Knochenfragmente liegen? Ganz bestimmt. Wir kommen erstmal die Trophäen rein. Ich wollte das schon längst mal sortiert haben. Mache ich versprochen nach der Folge.
Was ist das? Ach, das sind noch Nägel. Cool. Hat das nur 10 gekostet? Mit dem Karren? Ach, tatsächlich. Braucht man gar keine neuen herstellen. Umso besser. Hier haben wir noch ein Hirschfell. Das kann mit hier drüben rein. Dann kann das Leder auch mit hier hin. Dann haben wir hier unten alles so Lederfell und Trophäen. Haben wir zumindest schon mal eine kleine Sortierung drin. Und mit Harz machen wir es noch voll. Münzen hatten wir definitiv auch schon irgendwo. Hier sind sie. 95 haben wir zusammen. 600 brauchen wir, aber die Rubine können wir halt auch verkaufen. Wert 240. Mit 12 Stück. Na, wahrscheinlich von allen, ne? Oder bei allen 20. Wenn die 20 dahinter steht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Reiß mir hier fast das Headset vom Kopf. Nur weil ich mich mal kratzen wollte. Jo. Essen können wir erstmal hier runterpacken. Das mache ich dann auch mal außerhalb des Streams. Des Let's Plays, nicht des Streams. Dass ich das mal alles durchkoche. Lederhosen, Lederbrustpanzer. Hä? Können wir denn? Ach nee. So rum. Dann haut das hin. Jetzt lasst uns mal überlegen. Wir brauchen hier so einen komischen Zaun. Der hier. Und dann könnten wir uns hier rein theoretisch so eine kleine Schweinezucht hinbauen. Die Sache ist, wir brauchen einen Eingang dafür. Idealerweise machen wir den hier dran. Damit wir mit dem Schwein nicht durch unser komplettes Grundstück laufen müssen. Wir basteln jetzt einfach mal ganz provisorisch so ein kleines Ding hier hin, soll ja keine Massenzuchthaltung werden. Zumindest noch nicht. Hab mich schon wieder gewundert, was das für die Geräusche sind, aber es ist der Kohlenmeiler. Der fleißig am Arbeiten ist. So, idealerweise erstmal so. Dann müssten wir mal hier eins von den Dingern wieder rausreißen. Oder zwei. Und so. Wie funktioniert der Spaß? Wir brauchen Pilze. Weil Schweine mögen Pilze, auch wenn es keine Trüffel sind. Und damit können wir die Schweine zähmen. Es gibt zwei Varianten. Entweder schleicht man sich ran und füttert die einfach direkt damit. Oder nein, andersrum. Entweder wirft man denen das hin, schleichend. Braucht man aber, glaube ich, mehr als einen Pilz und man muss immer ein bisschen warten. Die werden nicht sofort zahm. Oder man macht die halt einfach aggressiv, dass die einem hinterherrennen, lockt die hier rein, geht wieder raus, macht die Hütte zu und wirft denen da ein paar Pilze rein. Ich glaube, das ist eher die Variante, die ich für gut halte. Aber wie es scheint, haben wir keine Pilze mehr. Hab vorhin auch zwei weggeworfen. Macht sich natürlich immer Weltklasse für solche Vorhaben wie jetzt. Na gut, da müssen wir halt noch ein paar Pilze suchen. Ich glaube, die Sonne geht gerade unter. Aber die sind ja schnell gefunden. Und immer wenn ich das sage, dauert es dann Ewigkeiten. Keine Pilze da. Schade. Aber ein Wildschwein. Na, nee, bleib bitte lieb. Du bist so schön nah dran. Obwohl, wir können dich ja eigentlich schon mal locken. Komm mit. Ja, fein. Komm mit. Ja. Ist doch gut. Weiß nicht, wie weit das klappt. Die werden bestimmt auch irgendwann uns in Ruhe lassen.
Ist halt ganz schön weit bis zu unserem Haus. Mal schauen, ob das funktioniert. Komm mit. Ja, nicht in die Hacken beißen. Komm. Bein. Bein ist Schweini. Na? Kommst du nicht mit hier rein? Hey. Schwein, nein. Es hat doch so gut geklappt mit uns. Komm. Vielleicht müssen wir mal einen kleinen Bissen geben. Von unseren Fersen. Kommst du mit rein? Komm. Entweder hat der Schiss vor dem Feuer. Oder der Zaun macht doch irgendwie eine imaginäre Grenze. Das wäre natürlich äußerst schlecht. Weg ist er. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so klappt. Sollten wir ihn vielleicht erstmal doch über die andere Seite anlocken. Aber jetzt ist er auch komplett weg, ne? Oder finden wir den hier noch? Beinies. Ne, dich will ich nicht. Eine Harzzucht brauche ich nicht. Gehe ich dann doch lieber zum Amt. Wildschwein-Trophäe. Hat er sich selber umgebracht? Hat sich zu fett gefühlt, weil er uns nicht eingekriegt hat und hat sich das Leben genommen. Traurige Geschichte. Naja, dann lasst uns erstmal eine Runde schlafen, weil jetzt die ganze Zeit im Dunkeln Pilze suchen. Macht ja auch keinen Spaß. Ich hab doch ein Feuer in der Nähe. Warum brennt's nicht? Du wirfst Holz ins Feuer. Aber es brennt. Jetzt, alles klar. Hat ein bisschen gebraucht. Ja, dann hauen wir uns halt mal eben kurz aufs Ohr. Und dann gehen wir nochmal schauen, wie wir das am besten machen. Ist vielleicht doch die schönere Variante, dann schon die Pilze hinzuwerfen, also die schon in der Wildnis zu zähmen. Dann laufen die einem bestimmt besser hinterher. Ich dachte eigentlich, so machen wir es uns einfacher. Gott, wie viel Kohle hier liegt. Geil. Sind wir bestimmt gleich beladen. Nö, ging. Ist alles fertig. Wir haben 18 und 25 Kohle entwickelt. Dann gucken wir jetzt doch nochmal eben an die Schmiede. Wo ist das Schwert Tiamas? 8 Bronze und 2 Leder brauchen wir. Für Bronze brauchen wir jeweils 2 Kupfer, 1 Zinn. Also brauchen wir 16 Kupfer und 8 Zinn. Bin ich richtig? Ich glaube schon. Oh, wo hat man? Hier war das Kupfer doch gerade. Wir haben 11 Kupfer. Also wird das noch nichts. Hä? Ich habe doch gerade das hier reingeworfen. Jetzt trage ich auf einmal zu viel. Nee, ich habe es nicht reingeworfen. Ich habe es mal wieder andersrum ins Inventar gepackt. Na gut. Aber ich bin ja prinzipiell richtig, ne? Bronze mal 5. Geht auch. Kostet aber dasselbe. Spart uns nichts. 2 Kupfer, 1 Zinn. Wir brauchen 8 Bronze. Also 16 Kupfer. 18, so rum. 16 Kupfer, 18. Dann müssen wir dann früher oder später nochmal etwas Kupfer sammeln. Guck mal, hier sind gleich Schweine. Ach nein, waren 2 Baumstämme. Sah gerade aus wie ein Wildschwein. Na gut. Du Rehe, euch lasse ich jetzt wirklich mal in Ruhe. Weil die Überlegung, ob wir uns noch mehr von diesen Hirschläufern bauen. Ob das den Gemütlichkeitsfaktor auch erhöht oder ob jeder Gegenstand immer nur einmal sozusagen in dieses Ranking mit einfließt. Ein Versuch wäre es wert. Hallo Wildschwein. Ja. Ah, keine Ausdauer. Und ich bleibe am Stein hängen. Verdammt. Da hängt unsere schöne Trophäe. Gegen den Kampf mit Eiktür. Oder vom Kampf gegen Eiktür.
So, du kommst jetzt mal mit. Ansonsten baue ich einfach hier einen Zaun um dich drumherum. Komm. Hier müssen wir lang. Ah, jetzt kommt schon wieder so ein doofer Gräuling. So, Schwein, komm mit. Nein, nicht wegrennen. Mitkommen. Du darfst auch einmal in die Hacken beißen, komm. Das musst du aber auch machen. Komm, einmal Hacke. Ja, fein. Guck mal hier. Hier. Geilo. Ja, komm her. Jawohl. Und Zaun. Wir haben's. Wir haben ein Schwein gefangen. Sehr gut. Ja, mein Freund. Damit hast du nicht gerechnet, hä? Eins reicht natürlich noch nicht für eine Farm. Wer hätte es gedacht? So weit sind wir da noch nicht fortgeschritten. Im Zeitalter. Aber das zweite wird kommen. Wir müssen mal gucken, ob wir dann irgendwie wie so einen Zwischenraum noch bauen, weil ich hab dann... Ach, der macht unseren Zaun kaputt. Scheiße. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen, Hilze zu finden. Er müsste halt dann doch mal schnell zahm werden. Sonst ist er uns irgendwann ausgebüxt. Läuft gerade mit den Hirschen. Vielen Dank dafür. Naja, dann gehen wir jetzt hier mal schnell im Turbo-Modus durch den Wald. Wird sich doch noch ein Pilz finden. Wir hauen uns gleich mal noch Eiktür rein. Ja, danke. Das war die Kraft von Eiktür. Und dann schauen wir mal, dass wir den gezähmt kriegen. Mir gefällt unsere Base. So, aber ein Pilz reicht erstmal. Upp. Na, guck mal. Da liegt ein Pilz. Ja, du hast gerochen. Schnupper weiter. Guck mal da drüben. Hm. Ach komm. Weiß nicht, ob wir da aus der Sichtfeld gehen sollten, dass der nicht aggressiv ist. Vielleicht essen die nicht, wenn die aggressiv sind. Na komm, nimm dir den... Nein, lass den Zaun in Ruhe. Guck doch mal, der leckere Pilz. Jetzt siehst du ihn, oder? Nein. So, jetzt sind sie aber nicht direkt zahm, sondern es dauert ein bisschen, wenn ich mich nicht täusche. Aber der hat schon... Das ist schon die Herzen. Die haben dann so Herzen um sich herum. Aber das ist es, glaube ich, nicht, ne? Denkt ihr, wir müssen noch einen reinwerfen? Ich weiß es nicht genau. Aber doch, das sind Herzen. Jetzt erkenne ich's. Siehst du, jetzt ist er lieb. Und jetzt können wir ihn bestimmt auch streicheln. Zahmheit 1%. Verängstigt. Oh. Komm, mein Guter, du kriegst noch einen Pilz von mir. Na, oh, ne, alle wollte ich nicht reinwerfen. Nein. Wollen's mal nicht übertreiben hier. Mal, da ist noch einer. Und dann gehen wir weg und dann lassen wir den erstmal in Ruhe. Dann soll der da in Ruhe mal ein bisschen dran rumknabbern. Bis er sich zu Hause fühlt. Was wir definitiv noch machen müssen, wäre dann demnächst mal wieder eine Kochstelle bauen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Also das Dach werde ich definitiv verlängern. Ich finde das an sich nicht schlecht mit diesem offenen, also einfach nur mit so einem Dach drüber. Passt eigentlich ganz gut zu den beiden Dingern, weil so ein Kohlenmeiler-Schmelzofen, das will, glaube ich, niemand im Haus stehen haben. Frage ist, was wir hier noch dazwischen ballern. Was hätten wir denn noch Schönes im Angebot? Irgendwie nicht so viel, ne? Können halt noch eine Werkbank drunter stellen. Vielleicht die hier drüben abreißen. Die steht natürlich ein bisschen blöd in der Landschaft rum. Ich glaube, das machen wir. Und dann hauen wir hier die Werkbank dazwischen.
passt, genau. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Ja, und da sind wir leider auch schon wieder an dem Folgenende angelangt. Aber hey, wir haben das erste Schwein. Ich weiß nicht, ob es noch verängstigt ist. Pilz hat es noch nicht gegessen, aber das wird schon noch werden. Und dann fangen wir mal mit der kleinen Schweinezucht an. Und dann geht es ein paar Folgen später dann bestimmt auch wieder in den Dunkelwald. So viel fehlt ja nicht mehr, dann haben wir endlich das Schwert. Danke fürs Zuschauen, morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.